Was geht ab, ihr Zocker? Wir zocken jetzt eine Runde Hunt. Warum Hunt? Ich muss zugeben, Hitman 3 wollte ich eigentlich bringen, aber dauert noch ein bisschen, bis das rauskommt. Dann haben wir noch ein Problem. Irgendwie COD hat sich leider keiner gefunden, mit dem ich zocken konnte. Aber egal, dann machen wir jetzt was anderes. Dann müssen wir einen anderen Shooter jetzt mal spielen. Und Hunt ist eines der bestrafendsten Shooter, die man haben kann. Wirklich, ohne Scheiß. Also hier sterben eure Jäger und euer ganzes Equipment, was ihr gekauft habt, ist weg. Ihr seht, ich habe 5000 Münzen. Es kostet einfach scheiße viel Geld. Ihr seht, Jäger, die kosten 400, 1200, je nach Stufe. Selbst das neue Rekrutieren, also neue vier Jungs hier reinhauen, was nach einer Runde kostenlos ist, das kostet auch Geld. Ihr habt einen Laden, Ausrüstung, kostet auch scheiße Geld. Wenn ihr das Spiel kaufen wollt, das kostet auch Geld. Ich merke gerade, das Spiel ist sau teuer, ey. Das ist, wenn man das so mal in Relation setzen will, das ist wie in GTA. Du machst so eine Heist-Mission, eine etwas teurere, und kaufst dir dann ein neues Auto und kannst dir vielleicht noch eine Lackierung oder ein tolles Motortuning irgendwie leisten. Meine Fresse, das mit den Videospielen wird immer kommerzieller. Leg meine Eier! So, und die einzige Möglichkeit, wie wir an kostenlose Jäger rankommen, ist, wir spielen eine Runde, verlassen das Match oder wir machen Schnellspiele. Und in diesen Schnellspielen können wir dann nämlich Jäger freispielen, die wir dann kostenlos zur Rekrutierung machen, wenn wir natürlich erfolgreich gewinnen. Und hier ist nämlich der Knackpunkt, es kann nur ein einziger Jäger rauskommen. Ist euch mal aufgefallen, dass die Leute so aussehen, als wären das die besseren Hauptcharaktere für Ubisoft-Spiele? Bin überzeugt! Aber das Schöne ist, man kann sich seine Waffe am Anfang aussuchen. Wir nehmen natürlich eine kurze Distanzwaffe. Henry Morgan? Nein, den nehmen wir ganz bestimmt nicht. Einen schwarzen Cowboy mit Poncho. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Sieht auch cool aus, aber der hat nur ein Auge, das heißt, der trifft bestimmt nicht so gut. Ach ja? Ich habe also nur ein Auge. Wenn ich so ungefährlich bin, dann komm doch her, wenn du dich traust. Dann mach ich auf einmal den Gläsern und ein paar Kontakte. Ja, holla! Das sieht ja geil aus, also... Bruder, nimm mich ins Team und ich zeig dir, wie man Frauen klärt. Okay, okay, bin überzeugt. Und was ich an Hand auch hasse, die Ladezeiten sind ja übel. Geschätzte maximale Ladezeit. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Alter, der Balken bewegt sich ja gar nicht. Nichts. Drei Stunden später. Ah, er hat fast die Hälfte erreicht. Ist das schön. 6,5 Stunden später. Hey, endlich haben wir mal ein Match gefunden. Geil. Ey, das ist echt geil. Du spielst ein Spiel, hast schon einen Ladebalken hinter dir, nur um in den nächsten Ladebalken zu kommen. Junge, Junge, ey. Ist das geil. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich frag mich gerade echt, wofür der erste Ladebalken war. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Da haben wir den ersten Riss und... Anja, ich begrüße Sie. Hey, da ist Panzerhüllen-Paul. Was geht? Und er ist weg. Dann nehmen wir den ersten Riss. Was wollt ihr denn hier? Au! Au! Weg mit euch! Arschlöcher, ich hasse sie. Oh, was haben die denn da? Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Ja, dann bon Appetit, Junge. Ich hätte es ja mit Milchreis versucht. Ah. Das ist ja wieder gut gelaufen. Mann, haltet die Fresse, ihr scheiß Chick! Da kommt der Nächste. Ich hab gefühlt die ganze Stadt hier aufgejagt, Mann! Boah, haltet die Fresse, Mann! Boah, Junge. Scheiße, es läuft jedes Mal dieselbe Scheiße ab. Kleiner Insider am Rande, ich erschrecke mich immer bei diesen Vögeln, Enten. Scheißegal, was immer hoch in die Luft geht und sich wegbewegt. Boah, halt bloß die Fresse, ihr Scheißvögel. So, du jetzt auch da weg. Tschüss, Sissi. Ihr müsst euch vorstellen, normalerweise jagt man hier Monster. Das hier ist nur die Hartz-IV-Version von Hunt, damit ich keine Charaktere bezahlen muss, weil 5000 ist nicht viel. Und wenn du kein Geld hast, musst du immer mit Standardjägern spielen. Wenn du keine Ausrüstung hast, wird es immer schwieriger. Das ist so ein Teufelskreislauf. Och nein, eine Wespenmama. Ey, Real Rap, ist das jetzt dein... Scheiß Ernst, Mann. Ich hasse sie. Im Schnellspiel sind die so ekelhaft. Direkt mal verbinden. Scheiß Mückenstiche, Alter. Ist auch noch leicht vergiftet von der Scheiße. Weißt du, nicht, dass sie nachher Corona oder so eine Scheiße übertragen haben. Meistens passiert das dann immer so, ich mache Schattensicht, laufe ein bisschen rum, guck, wo ich hin muss und lass genau in dem Zeitpunkt los, wo Enten oder so ein Scheiß ist. Seht ihr, das sind scheiß Enten, Alter. Die erschreckt mich immer, wenn ich im Wasser bin. Feiges Mädchen. Schon wieder eine Schwarmutter, ne? Du kannst davon ausgehen, wenn die mich sieht, Alter. Dann ist hier Rambazamba in der Bude. Oh, Junge!
Die Heilquelle ist fast erschöpft. Schön für die Heilquelle. Gehen wir mal rein. Nope. Es ist klar. Es ist einfach klar. Es ist einfach klar. Ich weiß du, ich lande genau an der Tür, die verriegelt ist. Och komm, ist es dein Ernst? Oh nein! Na toll! Aber die Jungs leben noch. You win. Ich hab meine Seele. Es war einfach kein Spieler auf dem Server mehr. Alle sind tot. Alles klar. Geil. Muss man auch erstmal schaffen. Ein paar Sekunden später. Ja, dann gehen wir direkt nochmal rein. Okay, dann haben wir der Blinde schon wieder. Herzlichen Glückwunsch, du bist der... Deine Fresse und nimm mich endlich. Wenn du mich nicht pickst, ne, dann werde ich dich sowas von auseinandernehmen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Ich nimm dich ja schon. Eine Ewigkeit später. Ach stimmt, ich hab was vergessen. Jetzt kommt ja wieder die Ladebalken-Sequenz. Kennt ihr das auch? Ladebalken auf Ladebalken? Hm. Ganz schön, Digga. Ganz schön. Macht schon Spaß. Hm. Halt die Fresse. Und du halt auch die Fresse. Ich hab gleich bestimmt wieder Ärger. Ich seh's jetzt schon. Bornheim Dolch. Doppelpaar. Nehmen wir direkt mal mit. Ey, wie kann das sein, dass man hier keine Spieler trifft? Normalerweise, jetzt mal ungelogen, wenn du so kurz vor den 300 immer bist, so 310, ne, haben wir noch, geht normalerweise die Scheiße mit der Heilquelle schon los, weil andere so da durchrushen. Na, nur weil, ich hab so ein Gefühl, heute sind irgendwie nur Dumpfbacken unterwegs. Ja, ja, Karma incoming. Ich seh's schon kommen. Karma incoming. Warte ab. Oh nein, Enten. Oh nein. Wagt es bloß nicht. Okay, nehmen wir ein Messer mit. Nicht der Dicke da. Ja, genau. Da ist so ein kleiner ekelhafter Wurm. Fick dich. Nö, du. Fick dich. Alles klar, der weiß, wo ich bin. Er weiß es einfach. Ah! Das kommt davon, wenn man Wurmi tötet. Alles klar. Ihr ekelhaften Würmer, verpisst euch! Weißt du, das ist wieder klar. Das ist diese Karma-Stelle, von der ich gesprochen habe. Guck mal, ich sehe aus, als hätte... Ey, Junge, ich hätte so ein Junkie. Wisst ihr, und das ist immer so. Immer dieser Fettsack mit seinen Maden. Der geht mir so auf den Sack. Und der ist auch so übel. Den kannst du nur mit Dynamit oder so sprengen am besten. Der bringt auch gute Erfahrungspunkte, muss man fairerweise sagen. Aber das ist so übel mit so wenig Ausrüstung. Kein gesehen bis jetzt. Oh! 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 Ich bin vor dem Zombie getreten! Oh! Alter, Alter. Ah. Oh, Junge, ich hasse das. Das ist nicht mal ein Gruselspiel, ich grusel mich. Alles klar. Oh, fuck, Alter. Ja, das Traurige ist, wenn du hier pinkeln musst oder so, ne? Oder sowas da hast, du kannst keine Pause drücken, einfach aus dem Raum gehen, ey. Na ja, gut, ich meine, jetzt werden andere sowieso denken. Du Pussy. Ne, aber ich bin, was das angeht, sehr schreckhaft. Ich hasse Horrorspiele. Ich hasse sie. Wie die Pest. Und da, solange da ein kleines bisschen Horror im Genre drin ist, ne, ist das schon scheiße. Das schon... Retalk. Einfach die Schwarmutter wieder. Natürlich! Sie ist der Endboss. Oder was heißt der Endboss? Sie ist jetzt... hier, sie ist ja der Dingens. Der Beschützer der Erde. Was zum... Nein! Nicht schon wieder Wespenstiche. Es ist nicht mehr lustig. Boah! Ihr ekelhaften Mücken, haut ab, Mann! Jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt mache ich alles hier. Kann ich schwören, jetzt bin ich angepisst, Alter. Jetzt bin ich angepisst. So, was ist, hä? Hast du kommen sehen, hä? Blöde Kuh. Wo ist der Nächste? Komm. Du, hä? Okay, daneben. Daneben so. Mit rechts bin ich eh besser. Ich bin Rechtshänder. Du Arschloch. Na komm. Nächster, komm. Na, ich hab nie keinen Mr. Nice Guy mehr. Nächster. Weg. Oh. Halt eben so. Oh, hat das weh getan? Fucken die mich ab. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Bruder, einfach 38 Schuss. Was ist das für eine Trommel? Der hat einfach eine Patronenkette. Wie geil ist das denn, Mann? Muss dir mal vorstellen. Ich bin da immer wieder von fasziniert. Oh, das war kein Jäger. Oh, Junge. Ich sag doch, ich bin schreckhaft, Junge. Es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft, Mann. Wie kann das denn sein? Zweimal in derselben Runde, in keinem Gruselspiel, nur weil ich wieder so gierig bin. Perfekt. Erste Hilfekasten. Nehmen wir direkt mal. Schön langsam gehen.
Ich sag mal jetzt nicht, dass ich mich erschreckt hab. Ey, ohne Scheiße, sind nur Dumpfbacken auf dem Server. Heilquelle aktiviert, bleib am Leben. You win. Du bist der einzige Überlebende. Ohne Scheiß, was sind denn für Noobs und Dumpfbacken auf dem Server? Ohne Scheiß, gestern habe ich gespielt, da habe ich mir gegen 3 gekämpft und jetzt überlebe ich einfach so. Das ist geschenkt, Alter, das ist geschenkt zu teuer, das kann einfach nicht sein. Ja, der gute Evan Duffy, ich habe seine Seele gerettet, habe einfach nur Risse eingesammelt und die anderen sind alle draufgegangen. Und jetzt lasst dem Video auf jeden Fall eine dicke Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne disliken. Und ich würde dann sagen, habt noch viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns in einem neuen Video.